Hallo zusammen, es geht hier weiter mit der 100er Karte und ich habe vergessen rauszuzoomen. So, ich begrüße euch gerne hier mit dem großen Bildschirm, damit ihr so seht, was hier so alles geschehen ist in der Zeit. Wie ihr seht, Westaustralien ist inzwischen ganz groß geworden hier und ich weiß nicht, ob der Krieg führt hier gegen die nördlichen Territorien, der scheinbar keine Hauptstadt mehr hat. Scheint so, ja, schaut so aus, er führt gegen alles in Australien Krieg und will diesen Kontinent für sich alleine beanspruchen. Hier in Indien ist British Madras ziemlich groß geworden, hat hier die umgehenden Staaten, umliegenden Staaten erobert. Und der anglo-ägyptische Sudan wird hier immer größer. Und UK wurde inzwischen vereinigt, wie wir sehen, hat der Spieler hier komplett eingenommen. Und ja, in Nordamerika gibt es natürlich auch wieder Action. Und bei uns natürlich auch, liebe Leute. Wir haben nämlich hier Tag 3 erreicht und in 18 Minuten ist auch Tag 4 schon soweit. Dann nehme ich gleich nochmal eine kleine Folge im Anschluss auf, die dann eben hier reingeschnitten wird. Das heißt, bleibt dann bis zum Ende dran. Da seht ihr meine Bewegungen, die ich am Beginn des Tag 4 machen werde. Wir haben ordentlich Geld am Start, dafür gehen unsere Ressourcen langsam aus. Wir haben kaum noch hier eine Möglichkeit, günstige Eisen oder Holz zu kaufen. Leider schmeißen die Spieler und die KIs keine mehr auf den Markt. Nahrung ist inzwischen auch sehr teuer. Wir sind ja auch im Minus, das heißt, wir müssten ein bisschen Nahrung haben eigentlich. Und Energie geht sogar noch vom Preis her. Ich kaufe mir sogar noch ein bisschen Öl hier. Wir haben ja sehr viel Geld. Und ich überlege, nee, ich warte noch einen Tageswechsel ab, um zu schauen, was hier passiert ist. Auf jeden Fall, der Spieler hier, Republik Argentinien, ist inzwischen weg. Der hat hier seine Kräfte hin und her gezogen, hat mich in Rio Cuarto angreifen wollen, dann hat das in letzter Sekunde sich wieder zurückgezogen. Ich habe überlegt, ob ich ihn abfange, weil ich hätte ihn mit einem Panzerwagen und mit meinen Truppen, die ich da gehabt habe, einholen können. Die 25.000 Mann. Allerdings kam er hier mit den 28.000 nach Richtung Santa Fe und er hätte sich, also ich hätte ja angegriffen in dem Moment und er hätte sich verteidigt und er hätte mit diesen 28.000 Mann zusätzlich noch verteidigen können. Ich hätte sehr, sehr viel verloren und habe es dann eben gelassen und habe ihn zurückziehen lassen. Ist komplett in Santa Fe einmarschiert, eben mit 53.000 Mann, also 25.000, die zurückgezogen sind, die 28.000 in Montevideo. Und er hat 3.000 Mann Richtung Montevideo geschickt, weil ich habe hier 1.000 People auf dem Wasser gelassen, der jederzeit Montevideo einnehmen kann. Und ja, da konnte ich dann natürlich nicht landen. 7.000 Mann habe ich zurückgezogen nach Buenos Aires. Die sind inzwischen hier versammelt in Santa Fe, die ich dann erobert habe. Ich habe gewartet, bis die zwei Kavallerien fertig sind. Habe dann mit allen Truppen gleichzeitig angegriffen und wir können ja mal gucken, was da so passiert ist. Wir haben 14.000 Mann verloren, er hat 75.000 Mann verloren und dadurch haben wir den Krieg entschieden. Wir haben inzwischen eine Kill-Death-Rate von 4,8. 25.000 Mann haben wir verloren. Ja, die meisten eben gegen Republik Argentinien. Aber wir haben auch sehr viel vernichtet. Und wir haben 96 Einheiten immerhin. Und wie viele Provinzen haben wir denn? 24 Stück. Da können wir gleich mal in die Provinzen-Rangliste gucken. Hier Diplomatie. Und wir sehen, wir sind auf Platz 2 hinter dem englischen Königreich, der ja UK inzwischen vereinigt hat. Anglo-ägyptischer Sudan hat 21 Provinzen, Madras und Russisch-Sibirien sowie die Konföderierten Staaten von Amerika, Bolivien, unserer Kollegin Marina die erste und Westaustralien haben jeweils 20 und sind noch die größten Spieler außer uns. Eldorado haben wir da noch geholt, habe ich jetzt ein paar Panzerwagen und Fesselballo reingestellt zum Tageswechsel, damit die sich erstens mal heilen und zweitens, damit die auch die Provinz von der Revolte beschützen. Hier habe ich 8.000 Mann drin gelassen. Hier habe ich die Pferde drin gelassen, die zwei Kavallerien und 15.000 Mann. Weil wir schleunigst hier weitermachen wollen nach dem Tageswechsel, werden wir direkt die Republik von Piratini angehen. Und hier haben wir aber auch noch was am Start. Ich gehe davon aus, dass die KI gleich durchdrehen wird und uns hier überall angreifen wird. Bin mal gespannt, habe hier mal fünf Panzerwagen stehen lassen. Hier mal einen. Ja, einen kann ich erstmal direkt sogar. Nee, ich lasse den mal jede 5, weil da kann ich hier nicht spontan verschieben, falls er irgendwie nach Süden marschieren sollte oder woanders hingehen sollte. Ich gehe mal davon aus, dass der Spieler entweder jetzt gleich eine KI sein wird oder später. Sammeln mich erstmal mit den ganzen fertig gewordenen Truppen in der Hauptstadt hier. Der kommt zu spät, aber das passt schon. Hier ist auch schon eine Kaserne bald fertig in 5,5 Stunden. Wahrscheinlich schneller nach dem Tageswechsel, weil die Moral steigt und der Panzerwagen in 9 Stunden und so weiter.
Da hauen wir auch mal ein paar Kavallini rein. Wir haben nicht mehr so viel Nahrung, aber ich hoffe, ich spekuliere damit, dass wir noch ein bisschen was kaufen können. Können ja mal kurz in die Provinzverwaltung schauen. Wir sehen, wir bauen noch zwei Festungen zu Ende hier. In Copliapo, den habe ich ja in die Wege gesetzt, den kann ich theoretisch abbrechen. Ja, ein bisschen was zurückkriegen immerhin. Und in Santiago de Chile haben wir in der Hauptstadt haben wir auch eine Festung bauen wollen. Das weiß ich gar nicht mehr. Okay, brechen wir auch ab. Habe ich ganz vergessen. Die brauchen wir da tatsächlich nicht. Wenn irgendeiner uns angreifen sollte, können wir die immer noch fertig bauen. Aber ich lasse die jetzt erstmal so. Hier haben wir in dieser Provinz Concepción haben wir bereits eine Stufe 2 Festung gebaut. Und ja, die sollte da ein bisschen standhalten. Eine Weile jedenfalls. Und genau, wir sammeln uns mit den ganzen Männern hier in der Hauptstadt, damit die ein bisschen moralisiert sind. Die Moral ist ja noch einigermaßen erträglich. Da kommen jetzt natürlich ein paar schlecht moralisierte People dazu und auch ein paar gute aus dem Norden hier. Die sind schon mal ganz gut moralisiert. Wir haben ja keine Hauptstadt gekriegt, außer hier Córdoba von ehemals Argentinien. Das war die einzige Hauptstadt, weil der, also von Republik Argentinien, weil nämlich der den Buenos Aires vor unserer Nase eingenommen hat und Montevideo auch. Und ja, sonst hätten wir zwei Hauptstädte mehr. Aber wir spekulieren ja bereits mit der nächsten Hauptstadt und zwar hier von Republik von Piratini. Der macht keine Bewegungen. Ich habe hier ja einen Fesselballon. Das heißt, ich sehe sehr viel Truppen hier rumstehen. Natürlich, weil er sich nicht bewegt hat. Eine geraume Zeit schon nicht. Und genau, ich spekuliere damit, dass er jetzt gleich inaktiv wird. In ein paar Minütchen, wenn soweit ist. Ich habe hier bereits einen Fesselballon nach Norden geschickt, damit ich hier ein bisschen Sicht habe auf Ecuador und auf Venezuela, was der so treibt. Wir sehen aber, da passiert nichts. Also können wir hier mal den Fesselballon weiter nach links schicken. Der Venezuelaner holt sich hier das restliche Gebiet von Brasilien. Ich werde hier so schnell wie möglich durchmarschieren durch Piratini und versuchen noch hier diese KI zu kriegen. Wenn Venezuela da Anstalten macht, das selber zu erobern, werde ich ihm schreiben, er soll es bitte lassen. Beziehungsweise ich schreibe es ihm vielleicht gleich nochmal im Anschluss an dieses Video. Und wir sehen, dass Ecuador gar nichts mehr macht seit geraumer Zeit. Vielleicht hat er aufgehört, weil sein Kollege aus Peru komplett eingenommen ist. Kann sein, dass er keine Lust mehr hat. Auf jeden Fall gibt es hier ordentlich Action hier oben im Norden. Kolumbien ist im Krieg mit den Vereinigten Lateinamerikanischen Nationen. Da ist aber nur noch ein Gebiet zu holen, weil der nämlich von der Karibik eingenommen worden ist. Und die Karibik hat uns tatsächlich auch noch angeschrieben, ja, wie schaut es denn aus und ob wir zusammenarbeiten wollen, irgendwas in der Richtung. Der ist Level 8, also nicht ganz so krass erfahren. Kann aber sein, dass es ein zweiter Account ist oder so. Auf jeden Fall will der mit uns zusammenarbeiten. Ich habe ihm erstmal ausweichend geschrieben, ja, lass uns erstmal schauen, wie es aussieht. Kann ja sein, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Seine Statistik ist jetzt nicht so berauschend, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Ja, Statistik können viele faken, indem sie extra Einheiten verlieren, damit sie schlechter aussehen und dabei sind die voll guten Spieler. Kann auch sein. Auf jeden Fall möchte er mit uns zusammenarbeiten. Und in der Zeitung gab es diverse Nachrichten, weil zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt ist ja Weihnachten. Ja, es gab ja hier, Moment, hier eine Meldung mit, wo war denn das? Das ist scheinbar gelöscht. Hä? Achso, hab ich hier einen Filter? Ach, ich habe auch meine. So, sorry. Hier, kommunistisch Russland hat allen einen schönen Tag gewünscht und frohe Weihnachten. Da habe ich auch frohe Weihnachten geschrieben und so ein Bild aus dem Ersten Weltkrieg, wo die Deutschen und britischen Soldaten Weihnachten gefeiert haben. Und dann hat das Deutsche Reich auch frohe Weihnachten gewünscht. Und dann hat Portugiesisch Mosambik vorgeschlagen, wir sollen die Waffen ruhen und auf Weihnachten konzentrieren und Waffenstillstand unterschreiben für die Feiertage. Ich habe aber das ehrlich gesagt abgelehnt. Also, beziehungsweise mein Kommentar war, Frieden an sich eine gute Idee, aber das Spiel pausiert leider nicht. Und wir würden die Karte unnötig in die Länge ziehen. Und es würde nur einigen Leuten in die Karten spielen, in die Karten spielen. Ja, ist egal. Machen wir mal Karten spielen, mal ein bisschen verbessern hier. Die sowieso selten online sind. Ja, und das ist doch tatsächlich auch meine Meinung. Sorry, Leute, aber dann braucht ihr keine Karte zu joinen. Natürlich bin ich für den Frieden, aber das Spiel ruht ja nicht. Ja, und wenn wir 3 Tage Pause machen, und heute ist ja erst Weihnachten, dann kommt der erste Weihnachtsfeiertag und dann kommt der zweite Weihnachtsfeiertag. Und dann haben wir den Tag 6. Bis dahin haben wir schon Eisenbahn und so weiter. Und viele Leute, die hier, ja, hier, wenn der inaktiv ist hier, wird umso länger dauern, den einzunehmen.
Natürlich könnten wir aufbauen und so weiter, aber es ist mit den kleineren Nationen, die weniger Provinzen haben, die können umso weniger aufbauen in der Zwischenzeit. Natürlich können sie sich dann eben an bestimmten Stellen verstärken und so weiter. Außerdem halten sie eh nicht alle dran. Bei einer Karte mit 100 Leuten könnt ihr das sowieso eh vergessen. Da gibt es immer Leute, die sich da nicht dran halten. Und aus diesem Grund habe ich das irgendwie so ein bisschen abgelehnt. War jetzt nicht böse gemeint oder sowas. Ich habe mit sowas überhaupt kein Problem. Ich könnte auch 3 Tage jetzt chillen. Aber erstens mal bin ich für euch da für YouTube und dann würde ich halt 3 Tage halt eben nichts aufnehmen können oder wollen. Ist jetzt nicht schlimm, ich habe genug andere Serien, die ich schon aufgenommen habe, die nur darauf warten, gezeigt zu werden. Ja. Allerdings, genau, ich habe halt eben daran gedacht, dass eben viele Leute sich nicht daran halten. Und außerdem wird das tatsächlich die Karte nur in die Länge ziehen. Und deswegen, und ich möchte jetzt die Piratini hier schnell erobern. Und dann Bachia, und das werde ich dem Venezuela gleich mal schreiben, dass wir da einmarschieren wollen. Können wir ganz kurz in die Zeitung gucken. Effiziente Industrienation sind wir nicht dabei. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in ein paar Minuten, wenn Tag 4 losgeht. Bis gleich. So, hallo zusammen, es geht wieder weiter und keine Zeit verlieren. Wir haben seit einer Minute Tag 4 erreicht. Ich sehe hier noch keine Bewegung. Die KI bewegt sich noch nicht, aber das wird wahrscheinlich nur eine kurze Weile dauern. Ich schicke schon mal meine People hier runter. Die 55.000 Mann davon gehen, sagen wir mal, 25.000 direkt hierhin. Die restlichen People, die nachgespawnt sind hier. Die können auch dahin gehen, bis auf die 30.000. Moment, die gehen weiter runter. Ah, jetzt habe ich mich verklickert. Hier, ja. So. Entschuldigt bitte. So rum und du gehst so rum. Und du gehst auch nur bis dahin. Und genau, und jetzt haben wir hier 8.000 Mann ready. Die können hier schon mal einmarschieren. Ja, zusammen mit den 17.000, die sollen hier gleichzeitig landen. Ich will hier direkt Action machen. Ja, Verzögerung einstellen. Und hier lasse ich noch die Panzerwagen stehen. Die KI, wenn ist es überhaupt eine KI geworden? Ja, ist eine KI geworden. Habe ich schon vermutet. Ecuador ist auch eine KI geworden. Wunderbar. Jetzt wird die KI natürlich ordentlich gegen angreifen. Das rieche ich jetzt schon. Ich überlege gerade, ob ich nicht ein paar Panzerwagen hier abziehen soll und hier in die Richtung schicken soll zur Verteidigung. Wobei, ich schicke die 8.000 Mann lieber hierhin, Leute. Das macht mehr Sinn. Und werde hier vielleicht auch ein bisschen Verstärkung mal darüber schicken. Vielleicht mal 10.000 Mann oder so. Denn die hier ist mir gefährlicher, die Front hier gegen, weil hier die KI einfach mehr People hat. Und wir müssen mal gucken, wann werden denn die nächsten Kavallerien fertig hier in Santiago de Chile in 1 Stunde 47. Ja, wunderbar. Und hier wird auch was fertig in 2 Stunden 27. Und in Arica in 5 Stunden. Okay, also wir haben jetzt momentan 4 Kavallerien, jede Menge Panzerwagen im Bau. Ich muss jetzt aber aufpassen, dass ich mich nicht übernehme mit dem Panzerwagen. Ich muss gleich mal die Provinz nochmal durchschalten. Ich glaube, ich lasse hier mal einen Panzerwagen. Hier lasse ich die Kavallerien, genau. Hier Panzerwagen mal weg. Ich meine, ich könnte noch einige bauen, aber die mache ich dann lieber manuell, wenn ich die brauche. Und werde mal lieber ein bisschen Ressourcen sparen. Muss ich gleich nochmal umstellen, fällt mir gerade so auf. Denn nach dem Tageswechsel sind natürlich einige Gebiete demoralisiert worden. Werde mal überall die Panzerwagen abbrechen. Wir haben ja jetzt dann ordentlich einige am Start. Ja, wir haben ja jetzt schon insgesamt, wie viel haben wir denn? 9 Stück, ja. Und es werden, sind ja diverse in Bau, wie ihr gesehen habt. Und ich muss hier unbedingt mal dagegen steuern, damit ich mehr Holz produziere, weil ich muss ja morgen Eisenbahnen bauen und für Eisenerz haben wir ja noch genug am Start. Also 14.000. Ich mache mal ein bisschen so, ein bisschen dagegen regulieren. Öl und Gas schaut super aus. Da kann ruhige Minus gehen und Öl eben ein Plus. Und Nahrung und Fisch schaut natürlich nicht ganz so gut aus. Da haben wir jede Menge Fisch, aber Gott sei Dank noch da. Das heißt, es sollte eigentlich einigermaßen passen. Gucken wir mal kurz, gibt es hier neue Angebote von der KI vielleicht? Ich breche mal hier Fisch ab. Wir haben genug Geld. Und hier die Nahrung werde ich auch mal abbrechen. Hier gibt es günstiges Eisen. Das nehmen wir gleich mal mit. Und hier gibt es noch ein bisschen Gas. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Und bis 7 kann man mal gehen. Und hier gibt es noch Öl. Das nehme ich auch mal mit. Und vielleicht das noch.
Wir haben noch 500.000, dann nehme ich die für 12 auch noch mit und für 13,5 und ab 19 ist mir schon zu viel. Und falls irgendjemand diese Angebote hier aufkauft, vielleicht nehme ich das auch nochmal mit. Für 24 ist mir tatsächlich schon zu viel. Wir haben noch jede Menge Geld, wie gesagt, und dann sollten wir das einigermaßen rocken hier. Ich bin mal gespannt, wie es hier aussieht jetzt die nächsten Stunden. Die Provinzmoral hat sich einigermaßen erholt jetzt schon. Hier bei den ganzen neu eroberten Gebieten haben wir auch schon immerhin knapp 60 oder sogar teilweise über 60. Das ist unsere alte Provinz gewesen mit den 86%, die wir ja zurückerobert haben. Die Provinz gehört leider schon dem Feind schon eine geraume Zeit, deswegen wird die nicht mehr so hoch steigen. Aber hier haben wir schon 94% und in der Hauptstadt haben wir 97%. Das ist schon sehr gut und wir haben einige Kasernen Level 2 auch schon am Start, wie ich sehe. Guck mal kurz in die Kasernen rein. Hier werden noch zwei gebaut. Hier sind noch zwei offen. Hier baue ich aber auch schon Kavallerien. Hier werde ich auch Kavallerien bauen demnächst. Ich lasse die auf Level 1. In Arica könnte ich es auf Level 2 auch hochpushen, aber da wir im Nahrung im Minus sind, lasse ich das mal lieber und versuche lieber ein paar Kavallerien rauszuquetschen. Und werde mal minimal im Plus in Getreide gehen. So, jetzt schaut das besser aus. Und ja, wir haben die nächsten Moves gemacht. Wir verstärken uns hier an der Grenze, falls der uns angreifen sollte. Wenn nicht, dann greifen wir den an. Wie ihr seht, hat er inzwischen, ja, er hat immer noch ordentliche Defensive, aber die Moral geht immer weiter runter, weil die Provinz am kurz vorm Revoltieren ist. Er hat ja keine Hauptstadt mehr und ist auch die letzte Provinz. Ich spekuliere darauf, dass wir hier ein bisschen uns verstärken, dass die KI sich dann bewegt und uns irgendwo angreift, vielleicht so mit 15.000, 20.000 Mann. Das wäre super, dann können wir nämlich verteidigen, alles in einer Provinz hin verteidigen und dann die KI tut ja nie die Befehle abbrechen. Wenn er einmal sich entschieden hat für irgendwas, dann macht er das auch. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass er eben hier eine Provinz angreifen wird und dann können wir und alles da reinziehen, was wir haben in der Gegend, den Angriff abwehren und dann mit den restlichen Truppen dann eben die letzte Provinz von Argentinien, Puerto Montt, einnehmen und wir werden dann im Anschluss sofort alle People hier an der Grenze schicken, damit wir hier eine Verteidigung haben gegen die andere wütende KI, die uns dann wahrscheinlich angreifen wird. So, das ist der Plan. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und danke fürs Zuschauen. Bis dann, ciao. Hallo nochmal, ich bin noch nicht weg. Oh Mann, ich bin der Honk of the Donk. Quatsch hier die ganze Zeit, dabei habe ich das extra für die Folge aufgespart. Ich habe hier übrigens noch eine Belohnung, die ich abholen kann. Und da gibt es wieder so eine Infanterie und Öl und Fisch, was wirklich sehr praktisch ist. Dankeschön. Hurra! Und wir haben hier in 4 Stunden 45 haben wir nochmal was freigeschaltet. Und hier Operation Pershing geht in 2 Tagen los, wie wir sehen. Ja, wir haben jetzt hier in dem Beutel hier jetzt diese Sturmtruppen, die ab Tag 4 vorhanden sind. Und da habe ich gedacht, dann setze ich gleich mal ein, damit ich euch das auch mal zeige. Wo kann ich das dann hier rein tun? Hier oder was? In Buenos Aires oder hier in Resistencia. Ich hau's mal bei Resistencia rein. Starten heißt es. Und das kann ich ab Tag 1 benutzen. Das benutze ich auch gleich mal für euch, damit ihr das seht. Und war heute, dass ich mal hier in Santa Fe, ach, man kann das in den Provinzen auch reinhauen. Okay, hätte ich machen sollen. Das kann ich 4-mal benutzen. Ja, ich glaube, mehr brauche ich hier nicht. Stopp. Aber ihr habt gesehen, dass das möglich, dass man das da rein tut. Und da ist die Infanterie in 12 Stunden hier ready. Und hier ist in 24 Stunden die Sturmtruppen da. Das werde ich euch natürlich in der nächsten Folge zeigen. Und ich habe hier noch die ganzen anderen Sachen, habe ich alle aufbewahrt. Also in 24 Stunden haben wir eine Sturmtruppe ready, Leute. Können wir uns ja mal anschauen hier, der hat einen ordentlichen Schaden. Auch eine gute Defensive, ne? Und genau, super Geschwindigkeit und super durchschnittlichen Schaden. Also werden die Einheiten uns helfen und in 12 Stunden haben wir hier eine Infanterie zusätzlich verfügbar. Das können wir, aber den Rest brauche ich jetzt für diese Karte tatsächlich nicht. Deswegen benutze ich die jetzt nicht für euch. Nur das hier zu Demonstrationszwecken. Also in 11 Stunden 59 Minuten und in 23 Stunden 58 Minuten sind die neuen Einheiten da und dann könntet ihr das in der nächsten Folge sehen, wenn ich keine vorher aufnehme. Also bis dann, ciao.